Was ist jetzt hier los? Du spielst doch nicht etwa eine Systemuhr herum, oder? Ey! Das sagt die erste neue Aufnahme, nachdem die Zeitumstellung, sagt ja war. Also bitte, Gargaros. Denke daran, in Deutschland, sag ja, wird die Uhr, von der Sommer- auf die Winterzeit auch mal umgestellt. Die Gartenmöbel wurden jetzt wieder reingestellt. Ich, Gargaros, werde Betrüger nie verzeihen. Jetzt hör doch endlich mal zu. Ich habe nicht betrogen. In der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober werden bei uns in Deutschland die Uhren, von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt. Das heißt, die Uhr wird eine Stunde zurückgestellt. Also ich habe nichts falsch gemacht. Okay, der Typ wollte jetzt wirklich, nicht hören. Ja, und damit, jetzt wirklich, mal. Herzlich willkommen. Ach, verdammt mal, habe ich jetzt, wieder mal die Lautstärke, angelassen? Ach, so ein Mist aber auch. Naja, auf jeden Fall herzlich willkommen zurück. Hier bei Yo-Kai Watch 2, Geistige Geister. Die erste Episode, die aufgenommen wird, nachdem, die Sommerzeit, vorbei ist. Wo, die Uhren, umgestellt wurden. Von Sommer- auf Winterzeit. Eine Stunde zurück. Wenn Gargaros, nicht weiß, was, in Deutschland los ist, kann ich, das auch nicht ändern. Wenn er, so ungebildet ist. Ja, ja. Auf jeden Fall, wir sind, jetzt hier in Petzling, besuchen unsere Oma, hier. Und ja, bis unsere Oma, das Abendessen, fertig hat, lösen wir, neue Schlüsselaufgaben, hier. Eine Schlüsselaufgabe, Fangspielen mit den Kindern des Dorfes, hier, haben wir, schon beendet. Und jetzt, machen wir, eine Quest hier im Tempel der Tugend von Petzling. Nicht wahr? Du führst Yokai mit dir. Ist es möglich? Whisper, spricht er davon, Yokai zu fusionieren? Hat dich Meister Zen vom Tempel des wahren Pfades nicht dasselbe gefragt? Das muss es sein. Nein, ich meine Kristallisierung. Kristallisierung von Yokai. Kristallisierung? Wovon redet er? Kristallisierung! Es heißt Kristallisierung! Man kristallisiert Yokai-Energie in Feststoffe, genannt Seelensteine. Gibst du diese Seelensteine an andere Yokai, wird deren Fähigkeit erhöht. Oh! Hast du zwei solcher Steine, kannst du sie miteinander fusionieren. Und fusionierst du zwei ähnliche, erhältst du einen Bonus. Was? Yokai, die fusionierte Steine benutzen, erhalten einen noch größeren Schub. Ausgezeichnet! Das ist unglaublich! Whisper, bist du sicher, dass du es wirklich verstanden hast? Natürlich habe ich das! Absolut! Definitiv! Keine Zweifel! Vielleicht... Du solltest es mal versuchen. Okay. Ja, die Talismane sehen also auch nicht schlecht aus. Also gut. Diese bitte. Nun gut, dann lass uns mit der Kristallisierung von Yokai beginnen. Das würde ich normalerweise sagen, aber wir haben ein kleines Problem. Was meinen Sie mit Problem? Um Kristallisierung von Yokai vorzunehmen, brauche ich Bambussprossen. Ah. Wie gut, dass wir in der letzten Episode, bei unserem kleinen Einkaufsbummel mit Omi, 11 Stück, davon gekauft haben. Sie brauchen Bambussprossen? Ganz recht, sie sind mir leider ausgegangen. Steigers Gemischtwaren verkauft sie. Würdest du mir eine besorgen? Es wäre uns eine Ehre. Wir gehen sofort los und besorgen ihnen welche. Wieso braucht man denn Bambussprossen für Kristallisierung? Nun ja, aber wir müssen, nicht zu Herrn Steiger, gehen. Wir haben schon Edda. Hahaha, lass mich raten. Du konntest eine Bambussprosse auftreiben. Jo, hatten wir noch in der Hose. Überreichen. Ja, die Bambussprosse. Ah, das ist eine gute Bambussprosse. Die ist spitze für die Kristallisierung und für meinen Salat. Wie setzen Sie die für die Kristallisierung überhaupt ein?
Es ist mein Lieblingsessen. Eine große Portion und ich kann sofort loslegen. Auch für meinen Salat. Es ist ein Snack? Das ist alles? Was meinst du? Das ist alles! Körper und Geist zu nähren ist wichtig. Ja, gut, es ist wichtig, aber... Ich bin sicher, du willst eine optimale Kristallisierung. Dies ist der beste Weg. Ha, lass uns anfangen. Ziemlich locker, findest du nicht? Aber wenigstens kriegen wir ihn dazu, die Kristallisierung für uns zu machen. Okay. Ja, Moment. Yokai beziehen ihre mysteriösen Kräfte von ihrer Seele. Der oberste Mönch vom Tempel der Tugend beherrscht Kristallisierung. Kristallisierung verwandelt Medaillen in Seelensteine. Die Medaillen werden weg sein, doch du kannst sie ganz normal erneut sammeln. Aber merke dir, ohne die Yokai-Medaille kannst du Yokai nicht rufen. Seelensteine können verstärkt werden, indem man sie mit anderen kombiniert. Je höher der Level des Materialsteins, desto mehr steigt der des Basissteins. Gib deinem Yokai mächtige Seelensteine, um im Kampf einen Vorteil zu haben. Okay, aber wir haben eigentlich diese Quest noch nicht abgeschlossen. Sehr erfreut. Okay, laut Whisper haben wir, sagt, diese Quest abgeschlossen. Aber wir haben noch keine Yokai kristallisiert. Das wollen wir gleich erstmal machen. Und vor allem wollen wir, mal sehen, einen neuen Yokai, fürs Team zu holen. Mal sehen, Abwehr plus 25, Stärke minus 12. Ja, ich denke mal, wir nehmen mal das Glücksamulett, mit. Könnten wir Frostina, geben? Ja, wäre eigentlich nicht schlecht. Und jetzt noch eine Bonusszene. Robon, ja. Ich komme wieder. Ja. Ja, wenn die Technik nicht hinhaut. Aber jetzt, möchtest du ein wenig Kristallisierung vollziehen? Ja, Kristallisierung starten. Wir haben hier einige Yokai-Elsack hier, die wir mal kristallisieren können. Zum Beispiel, wartet mal. Gustav. Dich könnten wir theoretisch kristallisieren. Wäre eigentlich wirklich nicht schlecht. Muss ich Elsack sagen. Tja, und was denn eigentlich noch? Wir müssen Elsack wirklich mal nachgucken. Baku. Menge von absorbierten Lebenspunkten erhöht sich. Ja, was war eigentlich noch hier? Nein, das war falsch. Okay, Baku. X mehr. Rauch seine Nase, Gegner schläfrig macht. Absorption. Ja, wäre allerdings nicht schlecht. Aber, ja, wir könnten eigentlich mal was anderes, Elsack. Oder Schwupp. Ne, wir nehmen mal Kastellan der Dritte. So. Lass uns anfangen. Jum Ding. Yo, Kastellan der Dritte. Wird zu einer Kastellan der Dritte Seele. Gut. Und dann auch nochmal Schwupp. So, Schwupp wird auch nochmal kristallisiert. Jum Ding! Oh yeah! Eine Schwuppseele. Gut. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Jo, ich will erstmal kurz mal unsere neuen Seelen ansehen. So, weniger Schaden bei Erd- und Windattacken. Hört sich gut an. Erhöht Chance, leicht das Gegner Items verlieren. Nun ja, im späteren Verlauf können wir, das Ganze ein bisschen besser machen. So, aber jetzt erstmal wollen wir doch mal kurz mal sehen. Ja, hier gibt es, wie es aussieht, keine neuen Yokai. Leider. Warte mal. Unser Yokai-Radar schlägt aus. Verdammt nochmal. Er schlägt aus, aber nicht in diesem Haus. Okay. Okay, ich will eigentlich noch diese eine Quest machen. Aber. Hier schlägt ja alles aus. Kriegen wir jetzt vielleicht einen neuen Yokai? Amigo, vielleicht jetzt mal? Warte. Bist du Freundspalter?
Ah, verdammt mal, ich sollte wirklich eher auf dem 3DS gucken, anstatt auf dem Fernsehbildschirm. Okay, mach ich mal. Na, komm schon her! Hallo? Sag mal... Ich glaube, ich stelle mich jetzt ein bisschen blöd an. Okay, jetzt haben wir dich. Zwar noch nicht als Freund, aber Freundspalter, gut, dass du schon mal da bist. Und jetzt hoffen wir mal, er sagt... Okay, wir haben bloß einen Freundspalter. Okay, Cola! Für dich! Und dann er sagt Ultiseel von Colliver. Okay, los geht's! Es wird Zeit! Wütender Kreuzhieb! Oh yeah! Komm schon, Freundspalter! Wir wollen dich im Team haben! Go, go, go! Na? Ne? Okay, Satz mit X war wohl nix. Also gut, auf zur nächsten und letzten Schlüsselaufgabe. Vielleicht viel... Hey, warte mal. Bleib stehen! Alter! Bleib verdammt nochmal stehen! Komm schon! Stehen bleiben! Bleib stehen! Alter! Ugh. Ja... Gott. Weißt du, wo du kommst? Ja, das bin ich jetzt auch mal gespannt. Was bekommen wir? Jo, eine Karotte. Wie nett. Und was bekommen wir hier? Eine Gurke. Ist ja nett. Ist ja nett. Okay. Ah, eine nette Statue. Mhm. Oh, Wanderkappa. Wie geht's, wie steht's? Wanderkappa, bist du das? Wer sonst? Ich habe dich lange nicht mehr gesehen, Phantom. Oh Mann, wir reisen den ganzen Weg hierher, nur um Wanderkappa zu treffen? Vielleicht hält das Schicksal ja etwas Interessantes für uns bereit. Ich hoffe, das war kein Schicksal. Mir ist etwas Schreckliches passiert. Ich trieb gerade den Fluss hinunter, wie immer während der Siesta-Zeit. Als ich aufgewacht bin, war ich mitten im Ozean. Als ich zur Küste zurückschwamm, bin ich hier gelandet. Was für eine Reise! Wow, Wanderkappa ist ja eine echte Schlafmütze. Bist du noch nie eingeschlafen und an komischen Orten wieder aufgewacht? Du etwa, ich nicht. Und was machst du jetzt? Gehst du nach Hause oder... Hä? Was ich jetzt mache? Fischen natürlich! Die Flüsse hier sind berühmt für ihre Wasserfische. Die meisten Kappas suchen vergebens danach. Ich bin quasi hineingestolpert. Natürlich, du könntest die Lösung für all meine Probleme sein. Ich habe ein paar, Schwierigkeiten. Hilfst du mir? Klar doch. Tun wir doch gern, Wanderkappa. Hm? Wanderkappa fühlt den Druck beim Fluss im Petzling. Er braucht unsere Hilfe. Machen wir auch gern. Danke vielmals. Ich stecke echt in der Patsche. Deine Hilfe bedeutet mir viel. Dafür bin ich doch da. Also, wo ist das Problem? Ah ja. Wie gesagt, ist der Fluss gut zum Fischen. Vor allem flussabwärts. Aber es ist voller Zappelfanten. Und die besehen mich ständig. Ich kann nicht fischen unter solchen Bedingungen. Bedingungen? Was für Yokai sind denn diese Zappelfanten? Witzige Yokai, die er sagt auch eine gute... Die er sagt auch eine gute Episode in der Serie, er sagt, hatten. Zappelfanten? Ich, wenn ich mich recht erinnere. Und mal sehen. Zappelfanten, Zappel... Ah, da haben wir's! Oh je, Opfer der Beseelung dieses Yokai verspüren den Drang zu... Zu was? Was willst du sagen? Ich sage, ich muss mal! Hey, das macht es schwer zu fischen mit all dem fließenden Wasser. Ja, genau. Eines Tages werden mir diese Zappelfanten das büßen. Wanderkappa ist nicht allein. Was, wenn die Zappelfanten Schulen beseelen? Das wäre der schlimmste Albtraum eines jeden Lehrers. Und meiner. Der Fluss ist voll von ihnen. Kannst du drei Zappelfanten aufhalten? Aber pass auf, dass du nicht beseelt wirst. Dann fische ich nie wieder. Okay. Wanderkappa, wir übernehmen das. Wir werden, die Zappelfanden
erledigen. Kein Zappelpfand wird dich, Elsack, mehr vom Fischen abhalten. Komm schon. Warte mal, haben wir jetzt... Okay, los geht es. Ich spüre schon den ersten Zappelpfand, Elsack, hier. Okay. Ja, da bist du, Zappelpfand Nummer 1. Yes, Zappelpfand Nummer 1. Er ist da. Zappelpfand. Greift an. Mensch, das läuft doch, Elsack, jetzt flottert. Oh. Wenn das Elsack jetzt als 3 Zappelpfanden, Elsack, zählt. Jo, dann kann ich Elsack wirklich, Elsack, sagen. Supi. Wir haben es gleich schon geschafft. Und nun, los, Frostina. Zeig mal, was du drauf hast. Eisige Dusche. Jetzt kriegen die Zappelpfanden, Elsack, mal ihre eigene Medizin. Mal ab. Und dann werden die gleich, Elsack, auch noch mal etwas getrocknet. Los, Strahlemann. Setze die Sonneneruption ein. Bam, ein echter Feuersturm. Yo. Hey, der eine steht da noch? Okay, jetzt nicht mehr. Supi. Alles wunderbar geregelt. Oh yeah, baby. Altes Amulett, auch nicht schlecht. Ja. Mal sehen, zählt das Elsack schon als 3 Yokai? Ich habe das Elsack allerdings so nie so richtig ausprobiert, ob er sagt, warte mal, zählt das schon? Weißt du was, Wanderkammer? Wir haben schon 3 Zappelpfanden verjagt. Echt? Ich wusste, es ist eine gute Idee, dich um Hilfe zu bitten, Phantom. Jetzt kann ich endlich angeln, ohne, gestört zu werden. Was hätte ich vergessen? Dieses kleine Andenken will ich dir als Dank geben. Ich habe zufällig mehr Angelruten mitgebracht, als ich heute brauche. Warum nimmst du dir nicht eine als Dankeschön? Ja, warum nicht? Wir sind zwar keine meisterhaften Angler, aber wenn du es unbedingt willst, gut. Bist du sicher? Das ist ein ziemlich großartiges Geschenk. Absolut. Jetzt, wo du diese Route hast, kannst du mein Angelkumpan sein. Oh, weißt du, was ich schon immer mal mit einem Angelkumpan machen wollte? Einen Angelwettbewerb! Was sagst du, Kumpan? Phantom, ich glaube, Wanderkappa hat dich gerade herausgefordert. Wie wunderbar. Ich liebe es, Wettkämpfe zu gewinnen. Ich bin dabei. Was sollen wir angeln? Dein Eifer ist entzückend. Anfänger sind immer so voller Hoffnung. Da wir hier in der Gegend bleiben, sollten wir nach Karpfen angeln. Karpfen? Das bekomme ich hin. Dir begegnen vielleicht auch seltene, aber wir fischen heute normale Karpfen. Ich hoffe, du glaubst an Anfängerglück, Phantom. Haha! Wer zuerst 3 Karpfen fängt, gewinnt! Auf die Plätze! Fertig! Fisch! Okay, Wanderkappa. Wir werden Elsack gleich... Ah, verdammt. Stinkekraut. Also, wir werden Elsack gleich mal versuchen, 3 Karpfen zu fangen. Dürfte ja nicht allzu schwierig sein. Warte mal. Ah, hier können wir Elsack keinen Karpfen, Elsack, fangen. Aber gleich hier unten, würde ich mal sagen. Hier unten. Ach ja. Früher in meiner Jugend, da habe ich Elsack auch einmal geangelt. Suche mit der Linse nach Fischen. Erscheint das Hakensymbol Kurble. Drehe zum Einholen vorsichtig an der Rolle auf den Touchscreen. Wenn du zu schnell oder zu langsam kurbelst, wird die Leine reißen. Hole die Schnur behutsam ein, bis du den Fisch gefangen hast. Fischköder locken Fische an und machen das Angeln einfacher. Köder lassen sich allerdings nur verwenden, wenn Fische in der Nähe sind. Okay. Also, wie gesagt, früher in meiner Jugend... Warte mal, wie müssen jetzt... Okay. Yeah. Loslassen. Los geht's. Ja. Komm schon. Wir schaffen es. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Alter. Ich wusste doch, ich bin kein guter Angler. Okay, kurbeln. Los. Ja, ich bin... Wieso klappt das Kurbeln nicht? Okay, irgendwie kriege ich das Kurbeln irgendwie nicht so doll hin. Ah, ist blöd. Ist wirklich blöd. Okay. Neuer Versuch gleich. Okay. Wir können, sag glaube ich, verdammt nochmal, hier gibt es also bloß Yokai. Ja, Yokai wollen wir eigentlich nicht angeln.
Aber gut. Dann angeln wir uns erstmal einen Zappelfanten. Komm schon. Gut. Dann angeln wir uns erstmal einen Zappelfanten. Zappelfant gefunden. Wunderbar. Wir spulen das Ganze mal ein bisschen Erzack so vor. Denn wie Erzack schon gesagt, wir sind Erzack ja nicht hier, Erzack, um Zappelfanten Erzack zu angeln. Wir sind Erzack hier, um Erzack Karpfen zu angeln. Irgendwie. Also gut, Niasenbruch. Und bam. Okay, gleich schon geschafft. Wunderbar, sag ich da mal. Los, Leute. Gut. Hallo. Hey, Leute. Angriff. Angriff. Ja, wollt ihr mal loslegen? Hallo. Hey. Gut, geht doch. Also gut, wie gesagt, wir müssen jetzt Elsa versuchen, die Karpfen zu angeln. Ein schwieriges Unterfangen. Weil irgendwie kriege ich das... Was, noch mehr Zappelfanten? Also, dieser See ist hier also wirklich verseucht. Ja, wieder mal Zappelfanten, er sagt hier. Ja, die Dinger gibt es hier, er sagt wirklich, er sagt wie Sand am Meer. Aber ich bin, er sagt hier, um Karpfen zu angeln. Also gut. Okay, hier könnte es, er sagt, neue Yokai. Warte mal, hier gibt es bloß ein Yokai? Ha. Okay, es gibt hier, er sagt, zwei Yokai. Wie es er sagt, aussieht. Okay, was für Yokai haben wir hier? Okay, keine besonders guten. Ja, machen wir es auch mal, sag mal. Ein Schnelldurchlauf, würde ich mal sagen. Los, los. Und los geht's. Erledige den. Wütender Kreuzhieb. Bam. Und danach versuchen wir, noch mal zu angeln. Und das, so schnell wie möglich. Wir haben zwar noch genügend Zeit, Elsack, auf der Uhr. Aber trotzdem. Wir wollen, Elsack, nicht allzu viel... Ach, diesen Yokai kriegen wir? Blanco? Lass uns Freunde sein. Keine Sorge, ich schnurr auch nicht viel. Ja. Blanco. Ja, der erste neue Yokai seit lang. Ja, nicht schlecht, aber... Ja... Ein anderer Yokai wäre besser. Ja. Ein anderer Yokai wäre wirklich besser. Hm. So, und wie sieht's hier aus? Ah, noch ein Blanko. Nee. Ah, so viele Blankos. Aber kein guter Yokai. Okay, dann eben hier nochmal. Vielleicht kriegen wir jetzt, sag ich ja, Vincicado. Ja, warum nicht Vincicado? Vincicado brauchen wir eigentlich ja noch für das Yokai-Medaillon. Um, sag, einen legendären Yokai... Haben wir jetzt, sag, hier bildtechnische Probleme eben gehabt? Ah, komisch. Eigentlich war doch alles normal. Ah, jetzt sehen wir es, sag, auch hier. Vincicado braucht Saft. Und Saft geben wir dann, sagt Vincicado, sag mal. So. Und Zibanyan, setze, sag mal, nach langer Zeit mal wieder deine Tatzen des Zorns, sag ein. Oh ja. Oh. Ja, dann setze deine Tatzen des Zorns noch nicht ein. Ja. Und komm schon, Vincicado, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Ja, wir brauchen ihn, er braucht uns aber nicht. Ist ja mal wieder typisch. Na gut. Aber wir brauchen immer noch Karpfen. Okay. Karpfen? Es sind genug Fische da. Okay, wir brauchen keine Köder. Okay. Okay, schnapp dir dein Touchpan. Okay. Okay. Ah, wieso klappt das nicht? Also ernsthaft, wieso klappt das nicht? Und wo ist der letzte Fisch? Ah. Okay, wir bräuchten... Warte mal, was bist du denn?
Eine Kröte. Ja. Eine Kröte brauchen wir eigentlich nicht. Ja, eine Kröte. Ah, jetzt bräuchten wir sowieso erst einmal Fischköder. Los doch. Ah, es gibt hier genügend Fische, gut. Okay. Los. 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 Ah, Mann. Komm schon. Alter. Ja. Das war eine harte Geburt, kann ich ehrlich sagen. Wo ist der nächste Karpfen? 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 Okay, Fischköder. Ah, hier gibt es jetzt wieder nichts. So ein Mist aber auch. Aber wir haben schon mal einen von drei Karpfen gefangen. Okay, wir brauchen keine Köder mehr. Ah. Ha? Okay. Los doch. Los, los, los. Los, kurbeln, kurbeln, kurbeln. Amigo, kurbeln. Oh. Alter. Okay, haben wir noch einen Karpfen hier? Okay, die Fische werden vom Köder angelockt. Okay, noch ein Karpfen. Los, los. Fischer, Fritsch, Fisch, Frisch, Fische, Fische. Los, Fischer, Fritz, Fisch, Fische, Frische, Fische. Komm schon, komm schon. Karpfen. Ja, lecker. Jo, jetzt bin ich in Karpfenfieber. Karpfenfieber, Karpfenfieber. Ich sage einfach Karpfenfieber. Ah, dieser Karpfen will einfach nicht. Los. Yes, noch ein Karpfen. Wunderbar. Das war das Karpfenfieber. Karpfenfieber. Wie von einem Tiger. Karpfenfieber. Der neue Hit. Jetzt auf iTunes. Karpfenfieber. Oh yeah. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Wir können also jetzt erstmal diese Quest beenden. Nicht wahr? Wanderkappa, sieh mal, ich habe drei Karpfen gefangen. Das ist ja toll. Oh nein. Vielleicht. Sprich mich jetzt besser nicht an. Oh, aber ich habe doch den Wettbewerb gewonnen. Vergiss den Wettbewerb. Wenn ich mich nur ein Stück bewege, explodiere ich. Wanderkappa, was willst du damit sagen? Ich sage, ich muss mal. Oh, bestimmt hat ihr ein Zappel fortbeseelt, während wir gewonnen haben. Du hast den Wettbewerb gewonnen, Phantom. Glückwunsch. Wirklich nicht schlecht für einen Anfänger, was? Stopp. Muss gehen. Ich kann es nicht länger halten. Yo, keine Zeit zum Angeln. Eine wirklich mehr als passende Bitte. Oder Quest. Perfekt. Ja, perfekt. Wanderkappa kann jetzt aufs Klo gehen. Wir müssen eigentlich jetzt auch mal aufs Klo gehen. Ist ein Zappelfant hier in der Nähe? Naja, auf jeden Fall Ring der Illusion. Feenring. Aha. Okay. Wir nehmen den Feenring. So. Und nun Trommelwirbel, Bonusszene. Okay. Wird es eingelocht? Ja! Yo, er hat eingelocht. Ja, Mütter. Yo, Mütter hat eingelocht. Und was kriegen wir? Ja. Können wir verkaufen. Gut. Alle Schlüsselaufgaben erledigt. Weitere Handlung freigeschaltet. Gut. Ist da jemand? Irgendwer? Was war das? Ich glaube, ich habe gerade jemanden schreien gehört. Wirklich? Warum würde jemand hier herumschreien? Es ist so friedlich hier. Irgendjemand? Hilfe! Das habe ich jetzt gehört. Ich glaube, das kommt vom Hügel, hinter dem Haus. Dann lass uns mal nachschauen, Phantom. Komm schon. Okay, folgt der Stimme zum Prinzessberg. Aber das machen wir jetzt erstmal in der nächsten Episode, denn ich muss ja erst auch mal aufs Klo. Also, bis später. Ich muss mal...